Olivia Munn wurde wegen fahrlässiger Tötung angezeigt, die Schauspielerin und ihr Partner John Mulaney, mit dem sie Anfang des Jahres zusammengekommen ist, hatten vor kurzem bestätigt, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Doch jetzt werden die schönen Nachrichten von einem tragischen Vorfall überschattet. Denn ein Arbeiter, der an einem Haus von Olivia werkelte, kam dabei zu Tode. Wie TMZ berichtet, hatten Olivia und ihre Mutter im Mai einen Dachdecker beauftragt, der am vierten Tag vom Dach gestürzt und einige Wochen später seinen schweren Verletzungen erlegen war. Außerdem habe er keine Arbeitserlaubnis gehabt und es seien keine Sicherheitsvorkehrungen beachtet worden. Daraufhin hatte seine Familie sogar Anzeige gegen die Schauspielerin erstattet. Ihr Partner John hatte die Schwangerschaft der Love Wedding Repeat-Schauspielerin Anfang September bekannt gegeben. Als er über das ereignisreiche Jahr nachdachte, das er seit seinem Aufenthalt in einer Entzugsklinik im September 2020 hatte, da er im Kampf gegen die Drogensucht einen Rückfall erlitt. Im Rahmen von Late Night with Seth Meyers bemerkte der Moderator, du hattest ein Jahr, woraufhin der 39-jährige Komiker antwortete, ich habe viel hineingepackt. Ist es jetzt September? Ich ging im September in die Reha. Ich bin im Oktober aus dem Haus von meiner Ex-Frau ausgezogen, Anna-Marie Tendler. Dann im Frühjahr ging ich nach Los Angeles und lernte eine wundervolle Frau namens Olivia kennen und fing an, mich mit ihr zu verabreden. Ich bin diese Beziehung, die wirklich wunderschön ist, mit jemandem eingegangen, der unglaublich ist. Sie hielt meine Hand durch diese Hölle und wir werden zusammen ein Baby bekommen. Ich werde Vater. Ich bin wirklich, wir sind beide wirklich, wirklich glücklich.